Ah, das Telefon, ja, ja. Hier, Dr. Paul Neugebauer. Neugebauer, wie Rizinusöl. A wie Aspirin, auch wie Leibschmerzen. Ja, na, endlich. Was sagen Sie? Ihre Badewanne ist kaputt? Was geht denn das mich an? Da müssen Sie zum Klempner schicken. Ja, was? Ach so, ja, ich habe Ihnen Pillen verschrieben, stimmt, jawohl. In Wasser zu nehmen, natürlich. Ach, da wollten Sie sich in die Badewanne setzen? Nee, in einem Glas Wasser sollen Sie die nehmen. Kinder, so ein Rindvieh. So, jetzt der nächste Patient bitte, ja? Danke vielmals. Ja, ja, kommen Sie mal rein. Bitte treten Sie näher. Guten Tag, Herr Doktor. Ja, 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 ja. Eine Frage zunächst. Kommen Sie von der Krankenkasse? Nein. Na, das ist gut, da ziehen Sie sich mal aus, ja. Aber, Herr Doktor, nicht aber, ich habe sehr wenig Zeit. Bitte ziehen Sie sich aus, ja, recht schnell. Herr Doktor, ich muss Sie bitten, Sie brauchen mich nicht zu bitten, ich kriege ja Geld dafür. Los, ziehen Sie sich mal aus. Aber ich habe doch Husten. Ach so, Husten haben Sie. Ja, es mussten ja gleich sagen, dass Sie Husten haben. Da ziehen Sie sich wieder an. Sagen Sie mal A. A, A. Ne, nicht A, sollen Sie nicht A, sollen Sie sagen, so. A. Aha. Aha, aha, da haben wir es, ja. Na ja, Ihr Husten, der sitzt tiefer. Ziehen Sie sich wieder aus. Sagen Sie mal, wann haben Sie denn zuletzt gehustet? Gestern Abend. Aha, gestern Abend, ja. Na, wenn ich was sagen, da husten Sie zunächst nur vormittags eine Stunde, dann einen über den anderen Tag, dann werden wir den Husten schon wegkriegen. Das ist sehr liebenswürdig, ja, natürlich. Aber, Herr Doktor, wenn der Hustenreiz nur kommt... Na, sind Sie froh, wenn wenigstens ein Reiz bei Ihnen kommt, ja. Ich werde Ihnen mal ein paar Hustentropfen aufschreiben, ja. Ja, haben Sie denn verschiedene Tropfen? Natürlich, ja. Aha. Aha, ja. Na, da will ich Ihnen mal was vorhusten, damit Sie mir die richtigen aufschreiben. Na, ist schon gut, ich sehe schon, ja, ich sehe schon, es genügt mir, ja. Und dann tut es mir hier weh, Herr Doktor, hier, wenn ich hinfasse. Da weiß ich ein gutes Mittel, fassen Sie nicht hin. Danke vielmals, Herr Doktor, sehr liebenswürdig. Man ist ja so dankbar, wenn man so gut informiert wird. Na, bei mir sind Sie an der richtigen Stelle, ja. Außerdem sehe ich hier, Sie haben ein nervöses Herz. Was habe ich? Ein nervöses Herz haben Sie. Sie dürfen keinen Bohnenkaffee trinken, mein Lieber. Sie müssen sich so mehr an Korn gewöhnen. Ja, Herr Doktor, eine Frage. Bitte sehr. Vielleicht kann ich da abwechselnd einmal Korn und einmal Kümmel trinken, sowas. Dämlich, nein, nein, nein. Außerdem, hier ist ja ein recht sonderbares Geräusch. Wo denn? Hier, hier, ein ganz sonderbares Geräusch hier. Ach so, ja, das ist meine Wanderniere. Die hat nämlich heute Ausgang. Machen Sie keine Witze, solches dummes Geschwätz. Und einen Pulsschlag haben Sie, einen Pulsschlag, 95 Pulsschläge. Allerhand ist das 95. Und wie hoch ist eigentlich der Weltrekord? Wenn Sie jetzt nicht aufhören, diese Dummheiten zu machen, untersuche ich Sie nicht weiter. So, nur bicken Sie sich mal. Bitte? Ich meine, sollen Sie mal bicken. Was soll ich? Sie sollen sich bicken. Stellen Sie sich so kindisch an. Los, bicken Sie. Noch mehr. So. Na, schöne Figur haben Sie ja nicht. Das können Sie mir aber auch ins Gesicht sagen. Ja, ja, ja. Und was ich noch sagen sollte, wie steht es eigentlich mit dem Appetit? Naja, einmal habe ich starken Appetit und dann mal wieder gar keinen. So, und wann haben Sie gar keinen? Wenn ich vorher gut gegessen habe. Aha. Aha, na ja. Da ziehen Sie sich wieder an, ja. Sie müssen sich unbedingt mehr Bewegung verschaffen, mein lieber Freund. Sie müssen mehr auch so Diäter leben. Was? Diäter müssen Sie leben. So. Ja, essen Sie mal recht viel Vollkornbrot. Was das? Vollkornbrot. Ich verstehe nicht. Vollkorn. F wie Pflaume, der Mann ist auch noch schwerhörig. So. Sagen Sie mal, Sie leiden wohl auch an starkem Duschgefühl, was? Nein, Herr Doktor, so weit lasse ich Sie jetzt gar nicht kommen. Ja, ja, ja. Das macht eben der Alkohol. Herr Doktor, ich trinke sehr wenig. Na, dann macht's das starke Rauchen. Herr Doktor, ich rauche sehr wenig. Na, dann macht's 5 Mark. Na, sagen Sie mal, ist das nicht ein bisschen viel? Naja, es war doch eine gründliche Untersuchung, haben Sie gar nicht gemerkt. Das stimmt ja, aber wenn Sie mich gründlich untersucht hätten, dann hätten Sie doch gemerkt haben müssen, dass ich nur 3 Mark bei mir habe. Na, da zahlen Sie eben 3 Mark, sowas dämlich. Sagen Sie mal, wie alt sind Sie eigentlich, was? Na, raten Sie mal. Was soll ich raten? Raten Sie doch mal. Naja, 42. 42, stimmt sogar. Also woran haben Sie gemerkt, dass ich genau 42 bin? Ich habe nämlich noch so einen Patienten in Runxendorf. Der ist 21, der ist Halbidiot. Aha. Ja, ja, aha. So, sind Sie endlich wieder angezogen, was? Ja, noch etwas, ehe ich es vergessen. Na, was haben Sie vergessen? Mein Skatbruder, der Schluckebier, der möchte um Ihren Rat bitten. Der hat doch gestern aus Versehen sein Kragenknöpfchen verschluckt. Na und? Nun, und so können Sie sich die Angst vorstellen. Was ist denn da zu machen? Was da zu machen? Da muss ich was zum Abführen einnehmen. Das hat er schon getan, das hat aber nichts genützt. Na, da bleibt dem weiter nicht übrig, da muss ich dir einen neuen Krankenknopf kaufen. Aha, danke sehr, das ist ja gut, wenn man so genau orientiert wird. Ja, natürlich, ja, ja. Noch eins. Was denn noch eins? Unsere Nachbarin, die alte Frau Bollmann, die leidet doch so unter Ohrensausen. So. Und jedes Mal, wenn sie mit dem Füllfederhalter im Ohr rumbohrt, dann muss sie husten. Soll die auch die Tropfen nehmen? Ja, ja, meinetwegen. Dann soll sie aber die Tropfen vor dem Bohren in den Füllfederhalter reingießen. Danke vielmals, Herr Doktor. Sehr liebenswert. Dann machen Sie, was rauskommt. Ja, dachte sehr gern. Noch eins. Noch eins. Mein Hauswirt,
der will nicht mit der Miete heruntergehen. Er hat mir was gehustet, hat er gesagt. Soll der auch die Tropfen nehmen? Ja, der soll auch die Tropfen. Hören Sie mal zu, Sie bestellen Sie mal Ihren Anverwandten und Bekannten allen, dass ich nächsten Mittwoch einen Billentag habe. Da kostet die Untersuchung inklusive Kaffee und Kuchen nur eine Mark. Danke vielmals. Ja, bitte, auf Wiedersehen. Eine Frage noch. Noch eine. Kinder und Militär zahlen wohl die Hälfte. Machen Sie raus, komm.